Leute, boah, ist es hier heiß. Alter Falter. Bei mir ist gerade so lauwarm. Ja, das Bier ist auch bald aus. Komm, machen wir weiter. Ja. Es ist 5 Uhr Durst. Oh Mann, Alter. Ja. So, habe ich die Ehre. Warum bin ich schon wieder so winzig? Ja, genauso im richtigen Leben, das gehört eigentlich so. Den kann man, glaube ich, aufwärts. Ich nehm den. Ja. Komm her. Tschüss. Achtung. Ah. Fußball. Nein, Fußball. Oh, hallo. Tschüss. Ah. Okay. Oh, ich flatter mal. Nee, ich hab gesagt, ich flatter, Mann. Oh. Warte mal, der kommt nämlich da eh wieder nochmal raus. Ja. Und zwar muss man. Hä? Wie die Karte den nehmen? Y. Nicht dein verdammter Ernst! Ja? Ach, okay. Super! Ganz toll! Okay, das war die erste 10er Coin. Weiter! Entschuldigung, ich hab losgelassen. Das war ein Versehen. Und fällt mir der am Schädel. Das sieht ja aus. Ja, jetzt bist du böse und jetzt freust dich. Ja, genau. Ja, an dem bist du selber schuld. Ja, das bin ich selber schuld, weil ich ihn aufhalten wollte. Ja, komm her. Nein! Hab ich die. Tschüss! Das ist nämlich das Lustige jetzt an diesem Doppelsprung, den die aktiv haben. Ja. Einer! Super, und ich bin weg. Ja, und zum Glück habe ich es noch rechtzeitig geschafft, bevor wir wieder nach unten kommen. Genau. Warte, was ist das? Das ist doch nicht mehr normal. Ja, dann nicht so vorschnell agieren. Einfach vorsichtig sein. Okay. Jetzt zu sagen. Ich wusste nicht, dass die. Ja, Meiner! Ja, du brauchst hier so. Geil! Legit, das war lustig. Das war saugeil! So durstig! Oh, meine Wurzeln! Jo, meine Wurzeln nach, danke! Nein! Danke! Kann ich nicht sogar. Ja, ich kann die fetten Kürbisse K.O. schauen! Oh. Als ob das Scheißteil hier. Ja, nervt. Wenn ich den hau, kann ich weghauen? Nein. Oh. Okay. Oh. Ah, das ist einfach nur beschleunigt. Meine Güte. Man muss hier nur den Kopf treffen, aber es ist nicht so schlimm. Aber vorhin war das ziemlich gut von mir. Was? Na, glaubst du, mir ist nicht heiß? Na, warte mal. Bin das nur ich oder ist das knusprig? Was? Klingt das komisch? Erst! Oh, na, okay, leck. Lass mich nach vorne, okay? Ja, auf jeden Fall. Da, Alter! Ah, verdammt! Nein! Verkackt! Mano! Ah, shit! Dü! Halbe Ehre! Weil es ist auf allem ein bisschen schwierig. Ich mag das gar nicht. Ja, super, danke. Bist du wirklich super? Alter, ich hab ja, die Beschleunigung ist wirklich. Endlich dieser blöde Wundersamen. Hä? Ich wollte eigentlich das Klo ab, aber was so ist. Oh, verdammt, warten. Ja. Wir haben irgendeine von den. Ich geh nochmal zurück. Was? Es wär nur darum gegangen, dass wir uns fehlt eine 10er Münze. Ja. Da muss ich halt nachschauen, wie es ist. Ja. Ich sollte jetzt sowieso mal bald einen To the 100 Part starten.
vielleicht mal so dazwischen, weil das sind halt diese ganzen langweiligen Sachen, die ich irgendwann mal verpennt habe. Ich glaube, das werde ich im Post-Kommentar lösen. Jo, ja. Schauen wir heute mal hin. Ja. Und was hast du heute so gegessen? Heute Morgen war es Pizza. Weiß ich mal. Nicht dein Ernst schon wieder? Links. Da ist noch so ein Schalter. Warum rennen diese komischen? Wieso rennen da auf die Seiten? Komm mit. Ich komme ja schon. Warum bist du da jetzt nochmal draufgetreten? Ich bin ja nicht mehr draufgetreten. Warte, lass mich. So. Ich bin nicht mehr draufdrehen. Was ist das jetzt, ist die Frage. Der Weg zur neuen Insel. Nein. Weißt du, was das ist? Der Weg zur geheimnisvollen Insel. Hey, warte, ich kann nicht mehr dahinter gehen? Was? Okay. Hey, das ist ein cool, das ist ein Geheimversteck. Captain Toad. Ich rede. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, Mann. Ich hatte echt nicht gedacht, dass ich hier überhaupt mal irgendein Schwein finden werde. Eine Idee. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Alter, wir kennen dich seit weiß ich nicht wann. Aber ja, wir treffen uns doch gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Ja, kennen wir. Ja. Als der Zug einer Schätze bin ich in eine Röhre gesprungen und dann ausgerechnet hier gelandet. Ja, und seitdem mein Akku leer ist, weiß ich auch nicht mehr, wie ich zurückkomme. Schon komisch, dass die Röhre so viele verschiedene Orte miteinander verbinden. Wusstet ihr das? Ja. Ihr habt nicht zufällig eine Powerbank dabei. Alter, ohne Google Maps bin ich total am Arsch. Wie sagt ihr das Lied, Captain Jack was, oder? Ja. Und das, Captain Dot. Captain Dot. Aber Welt 4 Wolken. Na, nee, komm. Wüsteninsel. Willst du das jetzt machen, oder? Yippie-geil. Was hat der? Ach, ey. Ich hab große Neuigkeiten schon gehört. Ihr seid hier, um uns zu helfen, ja? Ach Gott, das ist wieder so ein Laber-Heini. Hier kann man ja auch unten drunter was machen, oder? Ja, genau das. Verschnaufbau. Hörst? Das wäre. Erst haben wir unsere Pause verdient. Ja, noch nicht. Wir müssen weiter. Leider. Das kannst du mit B machen. Scheiße. Bist lang gewesen. Erst gibt dir dann die Krone. Und was ist das überhaupt? Na fuck, Bro. Ich weiß jetzt nicht mal, was ich hier gemacht habe. Du hast darauf unterstehen müssen. Nein. Was dann? Du musst im richtigen Moment, glaube ich, du musstest im richtigen Moment, glaube ich, springen. Ja, wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Es ist auch egal. Hauptsache wir haben den Wundersamen, interessiert nicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Zug um Zug im Wüstensand. Ich weiß, das hat sich jetzt nicht danke! Milo! Genau, Manu. Ey, komm denn mal rauf, wenn ich sehe. Du kannst eh unten bleiben, das ist eh nicht so schlimm. Du musst hinten. Okay, so. Nevermind, du kannst es auch besiegen. Was ich ein bisschen lächerlich finde. Oh, hallo. Rein in die Röhre mit dir. Das ist halt der Vorteil, wenn man zu zweit spielt. Das auf jeden Fall. Ich kann einfach dieses Secret so lange wie ich will aktiv lassen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Zug um Zug im Wüstensand. Das musst du nicht jedes Mal rausposaunen, oder? Na, aber ich liebe den Spruch jetzt schon. Genauso wie. Mit Y nehmen und dann. Wie jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Jede Bohne eine Kanone. Hui. So, wie viele haben wir? Eine. Okay. Pennender Goomba. Du hältst das aktiv? Ja. Mit Y loslassen. Meine
Doch, geht schon. So, nochmal aktivieren. Warte, aktiviere schon. Aktiviere ich schon. Mach schon. Okay, gut, ich dachte. Oh ne, diese Kackviecher schon wieder. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da, oh nein. Hä? Was ist das? Jimmy! Mein! Mimi, komm her. Erst, ich will nochmal zurück da rauf. Hey. Ja, wenn er sie immer von der Wand anstoßt, das geht mir so auf die Nerven. Ja, du darfst halt nicht wirbeln. Du bewegst halt den Controller mit, wieso? Ich gehe aber eigentlich nur rauf. Ich gehe eigentlich nur rauf. Du bewegst aber den Controller mit, du schüttelst ihn ein bisschen. Oh Gott. Lass mich zuerst alles umbringen, sonst geht. Okay, mach. Okay, was soll das können? Keine Ahnung. Augenmerk jetzt. Gibi! Dankeschön. Okay, Ah, jo. Was ich? Dere! Ja! Ich nimm dich gleich. Zieh in die andere Richtung, okay? Ich nimm dich gleich und hau dich weg. An das hast du nicht gedacht, gell? Doch. Okay, so. Lass mal kurz los. Du bleib oben. Passt? Ja. Jetzt zieh. Weil wir haben hier eine Röhre, die etwas anders aussieht. Da kann man sicher rein. Du wirst ja automatisch nachgespawnt. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt wiederum der Vorteil, wenn man zu zweit spielt. Okay, warte. Das Schwede. Ah, ich kann mal wieder bescheißen. Ah, ja. Dieser blöde Sand. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass der... Dann nimm dir die Bohrfähigkeit. Wir kriegen sie eh sicher nochmal, weil immer bei einem Checkpoint gibt es meistens ein Upgrade. Ja, genau. Und wenn man vom Teufel spricht... Nein, den hätten wir braucht. Nein, brauchen wir nicht. Doch nicht. Doch nicht. Warum kriegen wir einen Scheiß? Pilz. Ich mag Pilze gar nicht. Spring. Und, Okay. Schnarch, super, du schnarch leider. Ups, Da fuck, Bro! Was ist das? Ah, die, wie hast du? Warte, da ist sicher eine fette Falle jetzt dahinter. Schaut aber cool aus. Alle, tschüss. Super. Jetzt komme ich wieder. Geil. Zick weiter. Okay. Warte. Ein. Hä? Wir sind keine Eindringlinge. Eindringling. Boah, Alter, das hat mich jetzt erschreckt. Oh, Scheibe. Alter. Scheibenkleister. Ziehen. Ah, komm. Auf mit dir. Nein! Oh! Du hast den Wundersamen. Yippie! Ich wusste nämlich, dass wir jetzt zurückgebeamt werden. Deshalb habe ich es auch gemacht. So, jetzt. Ja, nicht zu. Warte, dann nimm mir die Bohrfähigkeit. Ja. Hallo! So, dich roll ich aus mit dem Klopapier. Ich sag Klopapier in der Ort. Ja, okay, gut, du hast den Doppelsprung jetzt nicht geschafft, das war halt nicht so gut, aber egal, es reicht ja, wenn einer von uns die Pole erreicht. Ja. Bing! Aber der Hintergrund ist cool. Der ist auf jeden Fall. Der ist wirklich nicht schlecht, also gerade auch grafisch ist das Spiel ja echt eine Eins. Naja. Oh ja. Ja, nach so einer durchzechten Nacht ist es manchmal echt... Achso, wir mussten das Level sogar machen, nevermind. Ja. Boah.
Also scheppert schon ganz gut. Ich glaube, wir sollten nie wieder, wenn wir Fortgänger am nächsten Tag aufnehmen. Ja, ja. Weil ich bin nämlich müde. Er ist fast hellwach. Okay, wir brauchen noch einiges an... Oh, Kampfparty! Ja, geil! Das ist gerade mal so. Das Schloss können wir nicht machen. Wir brauchen 15... Wundersamen. 15 Wundersamen? Ja. Dann müssen wir die ganzen Level machen. Ja. Ich nehme die hier, okay? Nehmen wir einmal Elefantenreserve oder einmal Blumenreserve, was wollen wir? Einmal, ich nehme die Elefantenreserve, passt. Gut. Nimm Elefantenreserve. Passt. Passt, tschüss. Auf. Jetzt fast gleichzeitig. Okay, meine Hoffnung ist nämlich... Hä? Ja, du kannst die abfucken scheinbar. Das war jetzt geil. Noch eins, was? Ja, eins und halben Tag müssen wir noch. Ich glaube, es sind wieder 70 Sekunden, also müssen wir uns jetzt eh beeilen. Ja, auf jeden Fall. Oh nein, es sind diesmal 4 Arenen, nicht 3. Normalerweise waren es immer 3, ob das jetzt angepasst ist oder nicht, das weiß ich nicht. Noch 7. Na komm her jetzt. 1, 2. Genau, Jürgen. Ja, aber zumindest die Blume hat hier sehr performt. Also die Blasenfähigkeit, die war jetzt echt exzellent. Wo sind die zwei? Egal. Sturm. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass das ein bisschen anders läuft. Die Hammerbrüder. Ja, schnell. So. Wenn wir das jetzt um ein paar Sekunden verkackt haben, dann ist aber blöd. Ich wette nämlich drauf, wir sind schon wieder 70. Nein. Oder? Das ist ein bisschen einfach, oder? Ich meine, 100 Sekunden? Ich meine, wir hatten jetzt noch 30 fast übrig. Ja. Ja, okay, gut, wir hatten auch die richtigen Items. Das muss man auch sagen. Der ist auf jeden Fall. Ja, na, musst du ja auch rechnen, wir hatten ja die, die Blume. Oi. Ducksprung. Nee, das machen wir lieber nicht. Das ist sowas für diese Run to the 100. Ja. Die Brücke. Entschuldigung. Ja, reparieren ist. Ja, okay, gut, das ist das gleiche wie damals mit dem Stein. Ja, gib ihm die Münzen. Ja. Jetzt kann er die Brücke reparieren. Der geldgeile Kerl. Der ist sicher YouTuber im zweiten Leben. Ja, auf jeden Fall. Die geldgeile Zieg so repariert. Ein Ingenieur. Schwierigkeitsgrad 2. Ja, das können wir machen. Ja. Es wäre jetzt ideal, wenn wir das eine Level noch schaffen. Im nächsten Part werden wir dann versuchen, den Boss zu erreichen. Ja. Ich würde sagen, diese To the 100, die... Also die, gerade die schweren Level oder was, die halt nur für einen Person geeignet sind, die würde ich fast... Alter, das hat so geil ausgeschaut. Warte mal. Warte, bis das komische Leuchteviech da unten drinnen ist. Ich schieb schon, okay? Nein. Irgendwann muss dieses komische Teil ja zu uns zurückkommen, oder? Ja. Warte, gibt's jetzt! Ja, aber das, der hilft nichts. Aha, dann müsste man den. Warte. Ich muss Glow up. Genau, Glow up, Level up. Hilfe! Warte mal, ich will wissen. Ich will die blöde Krone nicht. Dankeschön! Nein! Komm her! Dankeschön! Bis dran. Okay.
Du, Alter, mit deiner riesengroßen Hüften kommst du dann mal durch die Tür. Warte. Okay, gut, dann muss man das reinschieben. Ja, passt. Erst weiter. Warte mal, da kann man da nicht was beiseite schieben? Achso, nein! Oh, das ist aber richtig geil gemacht. Pass auf. Super, nee, geil! Und zwar kann man hier das zur Seite schieben. Hier zur Seite? Im Vordergrund, aber das ist richtig, richtig gut gemacht. Nicht durch die Tür. Warum nicht durch die Tür? Nicht du zumindest. Mein fetter Arsch passt nicht rein. Wie im echten Leben, ne? Es war nämlich die, kann ich? Danke, ich bin jetzt auch Planersau. Yoshi! Warte. Ob man das nicht irgendwie braucht? Warte. Ich hab da so ein ganz mieses Gefühl. Andererseits, das geht gar nicht anders. Okay. Das war richtig. Warte. Ja, aber das muss damit kriegen. Beschissene Elefantenfähigkeit! Ui! Und ich bin weg. Okay. Ah. Jetzt ist die Frage. Ist das die Secret Area oder ist die andere Tür die Secret Area? Nein. Ja, das ist die Secret Area. Das ist wieder so. Ja, wenn das... Aha. Oh, nein. Ich hab da eine Idee. Nimm mal den da. Nein, das bringt nicht so viel. Hilf mal. Ich kann nicht. Ach so, wir können... Das beiseite schieben. Und du kannst ihn aufhalten. Ja, wenn du nicht so nach vorne gehen würdest. Ja, dann komm mit. Wenn es eng wird, kannst du ihn ja aufhalten. Aber das ist wirklich geil, wenn man das zu zweit spielt. Hilf mal. Ja, genau. Kann man da irgendwie... Da gehört die Statue rein. Super. Nein, das nicht. Warte. Pass auf. Du musst jetzt weg. Gah! Tschüss. Erst los mich. Ja, dann schieb auch. Super. Aber da geht's nicht mehr weiter. Mit einer Stampfattacke kannst du, glaube ich, direkt besiegen. Ja. Okay, gut. Das ist mal ein richtig innovatives, lustiges Level. 3. Das ist wirklich okay, das ist wirklich schleifend gewesen. Das war geschmeidig, ja? Das war wirklich geschmeidig, aber... Überhaupt die Bowser-Statue oder sowas. Ja, die war schön. Die war wirklich schön. Aber ja, gut. So, vorsichtig. Kann ich eigentlich... Wart. Ah, scheiße. Ja, das musst du mit der Bohrfähigkeit machen. Warum? Nein, du hättest es einfach noch... Du hättest es aber auch einfach nach links schieben können. Das wäre... Warum bin ich da jetzt rausgegangen? Egal. Aber definitiv, es war jetzt sicherer mit der Bohrfähigkeit, weil du wusstest ja nicht, dass man das hier nach links schieben kann, aber was, wenn dort eine Wand gewesen wäre, ne? Ja, das dann auf jeden Fall. Ja, das wäre dann blöd. So. Türstück. Was? Ja, ich weiß auch schon, wie es geht. Pass auf. Nicht bewegen, das andere Teil. Und bleib unten, bitte. Passt. Ich kümmere mich ums andere Teil. Weißt du, was ich so geil finde? Der kann so in Geduppen gehen. Das habe ich bei den anderen Marios nicht gehabt. Warte. Lass es dort stehen, okay? Lass es da stehen, wo es ist. Na, no, da komm jetzt.
Ja, das ist nicht so easy, wie du es gern hättest. Hä? Was? Ja, du warst zwar das Bild. So, jetzt. Nein. Ja, du bist von der Wand abgesprungen. Was soll ich sagen? Weil ich glaube nicht, dass ich die Viecher besiegen kann. Na. Da zahlst du noch Fuhr drauf. Ja, dann musst du oben. Ja. Kann ich hier? Warte, ich schieb's zurück. Schieb's rein, ja. Schauen wir mal. Ah. Eine? Ah, können wir jetzt rein, ja. Ah, wir kommen wieder in den Vordergrund. Jawohl. Das ist ein Secret Exit. Oh, warte, da rechts ist. Oi. Komm zu mir zurück. Wir brauchen die Münzen nicht. Hier wird der Secret Exit sein. Ja, hier ist auch der Secret Exit. Bin gespannt, wo der hinführt. Naja, und wir kriegen trotzdem Wonderseed. Ja. Naja, klar, du kriegst ja bei jedem Exit. Warte, wir haben noch einen zweiten Wonderseed. Ja, aber die Leute haben jetzt ja gesehen, wo der Secret, wo der normale Exit ist. Also das. Ja. Ah, die Bowser-Statue ist schon cool. Ja. Gehen wir es nochmal durch? Na. Hm. So, wo führt das jetzt hin? Okay. To the 100? Gibt's das dazu oder? Ja, das auf jeden Fall. Das Level weiß ich, ist eigentlich Spezialding. Aber ist die Frage, haben wir genug andere Level? Ja, okay, gut, das haben wir noch. Aber das kommt erst im nächsten Part. Ciao, Leute. Pa' vedere.